und verschönere das gleichzeitig. Ab wann würden wir denn eigentlich meiner Rang 2 bekommen? Das müsste in der Tech-Stufe 4 sein. Okay. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bist du gerade vorne beim Hub? Ich bin direkt beim Hub, ja. Dann hau mal bitte diese intelligenten Dinger in den Fahrstuhl rein. Mach ich gleich. Ich will nur kurz das Eisen so verbinden, dass wir wieder Eisen kriegen, weil irgendwie war hier ein Stau. Ja. Und das wollte ich gerade beheben, bevor das hier nicht mehr produziert oder so, ne? Ja. Mach ich aber gleich. Den Fahrstuhl mache ich jetzt, hab mir die Sachen geholt. Entschuldigung, habe ich, ja. Ah, nicht schlimm. Ist gut. Jetzt muss das eine Fließband nur voll laufen und dann sollte das besser funktionieren. Mhm. Na, weil die eine Seite ein bisschen zu wenig kriegt. Da. Mach das mal anders. Ein Fließband zu langsam ist. Ah, da liegt es dran, wusste ich doch. Ein Fließband war ein 60er anstatt ein 120er und dann staut das da. So, Weltraumlift ist weg. Gut. Oha. Das nächste ist teuer, das ist richtig. 500 intelligente Beschichtungen, vielseitige Rahmen 500 und 100 automatische Verkabelungen, ja. Ja, da können wir da ewig drauf warten, also das ist man lange da nicht. Da erstmal eine ordentliche, da musst du wirklich Produktion bauen, ne? Ja, da sind wir noch lange nicht. Ja. So. Gut. Aber... Das läuft. Hier läuft die Fabrik rein. Ah, aber Stufe 3 und 4 können wir ja jetzt trotzdem. Kohlegeneratoren. Dann, was haben wir hier noch? LKW-Station brauchen wir noch nicht. Gießerei und Stahlrohre. Ich könnte das natürlich auch so handhaben, dass ich die rechte Seite bei mir nutze für die für die Eisenschmelzen und die linke Seite mit Gießereien nehme, ne? Für Stahl. Mhm. Ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Man könnte auch die Stahlproduktion separat mit anderen Minen machen. Ja, klar. Ne, das würde auch gehen. Ja, aber ich meine, wenn du dir das Gebäude oben anguckst halt... Jetzt läuft es besser schon, wenn ich dich unterbrochen habe. Ja. Okay. Ja, das könnte man auch machen, ne? Ich habe ja auf der einen Seite, habe ich ja... 6
Eisenschmelzen, genau. Ne, 9 Eisenschmelzen. Auf die andere Seite wollte ich eigentlich auch 9 Stück hinstellen. Aber man könnte halt, wie gesagt, ich lasse nur eine Seite 9 Eisenschmelzen und die andere Seite setze ich Gießereien. Dann ist das halt jetzt die Gießerei, so, also oder so das schon. Schmelzgebäude. Aber bis dahin die Kuhle rankriegen. Also die ist ja schon ein bisschen weiter weg. Das ist es eben, ne? Ja, das stimmt. Deswegen, und ich glaube, auf dem Weg kriegen wir noch 2 oder 3 Eisenfelder und dann könnten wir sie da machen. Ja. Also, ne? Das können wir ja mal. Ja, gucken. Wobei, kannst natürlich auch das Rohmaterial, also das, die Kohle mit Schleppern hierher bringen. Das geht auch. Aber zum Beispiel auch gemacht. Das würde zumindest auch. Das habe ich noch nie probiert, gebe ich auch zu. Das habe ich irgendwie noch nie. Die Schlepper sind cool, ich mag die. Ja, also ich fahre die immer selber, ja? Nee, nicht aber selber fahren, automatisiert. Ja, das wie gesagt, das habe ich noch nicht probiert. Das klingt immer. Musst du dafür eine Straßeart bauen oder? Nee, du musst einmal die Strecke selber fahren mit dem Ding. Also du stellst vor, musst vorher einen Knopf drücken, ja? Dann ist quasi ja, der Track-Modus ist ja dann an, ja, ne? Genau, ja, und dann fährst du die Strecke einmal komplett ab, hast dann so ganz viele Pfeile auf dem Boden und muss dann einladen, dann musst du wieder, also fährst dann halt wieder weiter und bei dem Punkt, wo du auslädst, lädst du halt aus und dann gehst du wieder an den Ausgangspunkt und ab da machst du dann halt Recording aus und dann nimmt er das dann halt auch so und dann fährt er immer diese Strecke. So. Okay. Ist ganz lustig, also ich habe das... Habe ich noch nie probiert, aber es könnte man auch natürlich machen. Ich habe halt, ich habe sogar 3 Stück auf derselben Linie fahren lassen. Also, ne, wenn du die versetzt losschickst, dann dann klappt das halt, ja. Nö, das könnte man natürlich auch machen, aber ist lustig auf jeden Fall. Sieht cool aus. Ich finde, das sieht einfach cool aus. Ja, definitiv. Ich bin auch ein Fan von den Schleppern. Man kann es ja auch mit LKWs nachher machen, ne? Also die LKWs. Aber die haben keinen größeren Laderaum, finde ich. Also, kam mir so vor. Das ja, wobei der Schlepper ja an sich hat ja schon einen riesen Laderaum, also... Ja, also das meine ich ja, Die LKWs haben keinen größeren Laderaum, was mich ja wundert. Die, ne? Sind nur größer. Wir hatten eher das Problem, überhaupt so viel Kohle in der Zeit in das Gebäude reinzukriegen, weil du hast nur einen einzigen Eingang. Ja. Ja, du musst eben gucken, ne? Es kommt drauf an, wie weit es weg ist, ne? Es duckt dann halt. Oder du baust halt 2 LKW, also hier, Dingsstationen. Das geht auch, ne? Dann lässt du beide separat auf 2 verschiedene volllaufen. Genau, dann hast du halt die doppelte Menge an Ertrag. Ja. Macht schon wieder leer hier, ich weiß nicht warum. Der macht leer. Nee, das eine Band zieht zu viel. Ich brauch das aber. Und deswegen wundert mich das so ein bisschen. Dabei habe ich einmal ein schnelles und ein langsames Band genommen. Tja, dann würde ich sagen, rechnen. Ja. Die andere Seite, vielleicht muss die eine Seite erst voll laufen und dann, das läuft sich ein, aber es läuft sehr gut. So. Wir haben jetzt, 85 Kohle, 85, du hast gerade wahrscheinlich rausgeholt, oder? Da waren wahrscheinlich 1000 drinne. Nee. Nicht ganz. 600 oder so. Ja, okay. Gut. Dann würde ich mich mal ganz kurz um das Projekt Energiehaus kümmern. Damit ich das ordentlich anpflanzen kann. Ich nehme erstmal so die Sachen weg, die so, dass wir die wenig Energie verlieren, ne? Ja. Also. Macht Sinn auf jeden Fall.
Ne? Erstmal so die Seitenwände und so. Und dann. Ich habe fast die Decke mit einem Mal gebastelt, aber hat nicht ganz gereicht. So, ja, dann brauche ich wieder Neubeton. Scheiße. Piest weg. Ah, okay, Eisenplatten haben wir jetzt gar keine mehr, ne? Die hast du alle verbraucht, so gesehen, ne? Ja, okay. Die gehen komplett weg gerade. Du kannst die Produktion aber unterbrechen, wenn du willst. Nö, alles gut. Ne? Also, wir müssen, deswegen, wir brauchen dringend sehr viele Eisenplatten. Ja. Ey, soweit, ich bin ja gerade dabei, die Decke zu basteln. Mhm. Eben, dass wir genau da dann dran kommen. Wollte mich jetzt erstmal noch schnell darum kümmern, dass. Was ist denn das für ein Meilenstein? Kohlegeneratoren. Eigentlich brauchen wir Kohlegeneratoren. Wir brauchen. Meiner MK2, da. Aber was brauchen wir dafür? Oh, Stahlrohr. Mhm. Rotoren also 200. Die Kohle bauen. Also, um dann die Miner zu kriegen. Ne? Also da. Ja, muss da, nicht, könnte es rein theoretisch auch per Hand machen, aber es ist halt lästiger. Es ist sehr lästig, deswegen würde ich da empfehlen, wirklich vorher. Ja. Die. Okay, dann machen wir das. So, das habe ich schon mal rein. Das habe ich auch rein. Gehen uns die Blätter aus, sehe ich gerade. Ja, ist aber an sich nicht schlimm, weil ja oben das Lager voll ist, unten das Lager voll ist. Das musst du erstmal leer machen. Ja, ja, das ist definitiv. Das hält noch ewig. Das hält noch eine Weile, ja. Ich habe da ja ein bisschen überdimensional Blätter eingesammelt. Mhm. Gut, aber ich werde die Lager gleich wieder hinstellen. Und alles so. Hast du es dir schon mal angeguckt, deine neue Fabrik? Gleich. Ja. Gleich. So, das. Oha. Sieht gut aus, ne? War alles in der Luft. Cool. Ja. So, dann werde ich jetzt erstmal das Fundament wieder bauen. Und dann werde ich einfach abbauen, anbauen, also ne, hin und her bauen. Das ist, glaube ich, dann die. Dann haben wir nur eine relativ kurze Zeit, wo mal der Strom ausfällt. Ich glaube, das ist die beste Lösung.
Masten kann ich eigentlich so stehen lassen? Die sind ja jetzt wieder verbunden mit dem Fundament. Jetzt mal ganz viele Eisenbahnen geholt. Mhm. Ich mich gleich mal stumpf an das Ding und craft mir einfach den Kram so. Die braunen Wände oder die grauen Wände? Oder ist es dir vollkommen schnuppe? Das ist mir vollkommen schnuppe. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir die Orangen genommen. Also die braun. Für mich ist das ja. Orange. Ja. Gut. Dann hören wir mal. Also. Wie du das halt gerne heißt. Also das ist ja hier der Energieschuppen, ne? Und ein Energieschuppen ist, machen wir mal grau. Außerdem sieht es nachher keiner mehr. Ja. Coole Wände. Hm? Die sehen ja fast cooler aus wie die anderen, ey. Sagen. Hm. Ich baue die gerne. Überall Kisten rum, Lul. Ja, etwas überfüllt. Ja, ein bisschen ist gut. Naja, gut, wenn so viel. Ich habe die aber zum Schluss genommen und dann ne? So, muss gleich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Okay, den oberen mache ich mal zu Holz. Holz, Holz, Blätter, Holz. Und den unteren mache ich dann zu Blättern. Dann haben wir das schon mal geklärt. Und die beiden werden dann vereint. Ah, mir fehlen Stangen. Also. Und bekommen dann du hattest nur einen Fabrikator, ne? Gemacht. Für ja. Reicht, ne? Für das intelligente Ding, meinst du? Nee, oder für die für die für den festen Biotreibstoff. Nee, es waren immer zwei. Also einer für oder nee, warte, lass mich kurz überlegen. Ja, ich glaube nur ein, also zwei. Zwei? Warum zwei? Eine, wo halt das Material von den Blättern rein, durch die Biomasse von den Blättern kommt und einen, wo die Biomasse von dem Holz kommt. Ja, aber das wird ja nachher zur allgemeinen Biomasse. Genau. Und dann kannst du ja direkt brauchst du nur einen Dings herstellen. Na, der macht ja aus 120 Biomasse 60 feste Biotreibstoff. Ja, aber die sind beide unterschiedlich. Holz und Blätter ergeben unterschiedliche Werte. Nee, das ist nachher ein Gramm. Das wird nachher eins. Du machst aus Ja, du machst Blätter, das schon. Du machst aus Blätter Biomasse und du machst aus Holz Biomasse. Und du machst aus allen nachher nur noch Biomasse. Das ist eben... Ja, ich mach das einfach mal. Lager, 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 Organisation. Da habe ich dich als Lager, weil du wolltest ja unten ein Lager haben und dann oben eins, ne? Ja, zumindest habe ich das so gemacht, damit man ein bisschen mehr auf Lager hat dann im Endeffekt, ne? Das ist halt, ja. Gut. Ist ja auch okay. Ne, muss man nicht immer hochrennen, um
Biomasse dann einzusammeln, ja, kann man dich auch unten Biomasse holen, wenn oben, ne? Genau. Hattest du die Kisten aufgehoben? Ich hatte unten zumindest ein paar aufgehoben, die habe ich jetzt einstecken, ja. Ja, okay, gut. So, Kohleenergie haben wir. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Coal has been added to the resource scanner. Als nächstes kommt dann die Stahlproduktion. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie ich es mache. Ich bleibe bei dem Schema, dass da unten insgesamt 9, 18 Schmelzen mit Eisen hinkommen. Und dann erweitere ich das Ding einfach nach, was ist denn das, Westen. Und mache das identisch auf der anderen Seite mit den Gießereien. Also sprich, dass wir am Ende 18 Stahlgießereien haben. Ja. Und dazwischen lasse ich Platz und da kommen die Zuglinie durch. Ja, könnte man machen, ne? Das sähe, glaube ich, auch ziemlich nice aus. Bestimmt. So. Dann. Eben, mir fehlt ja immer noch. Ja, ich muss unbedingt meine Produktion da hinten im Laufen kriegen. So, das haben wir. Hier. Meilenstein. Die Wände, wo die Löcher drin sind, sind nicht dabei. Ja, ich glaube, die sind. Die sind. Ich glaube nämlich, dass es Forschung ist. Okay. Und zwar mit der. Hier. Mit dem Asmovie Shop. Mit dem Shop? Hier. Habe ich hinter dir gestellt. Da hast du so Glenn-Bände. Ach lol, ja da. Brauchen wir die Tickets, ne? Das heißt, genau. Wir brauchen einen Schredder. Ja, und der Schredder ist eben, da lässt reinlaufen alles, was du nicht gebrauchen kannst. Und dazu brauchen wir Produktion, die wir wegwerfen können. Ja gut, wir können auch einen Teil von der Biomasse da rein fördern. Ich würde in Anfang, brauchst du nicht viel, versuch mal deine Platten herzustellen. Und dann können wir, und Schrauben, und dann kannst du Schrauben reindonnern, wie wild. Ja. Oder so. Ja. Das musst du nachher ändern. Also ich hab nachher, eine kleine Produktion von Öl reinlaufen lassen. Das hat gut geholfen. Okay. Ne? Also, da hab ich, aber funktioniert nicht normalerweise alles? Also du kannst alles reinlaufen lassen. Alles, was du willst. Ich würde die Biomasse im Moment nicht nehmen wollen, wegen können wir ja gebrauchen. Ja. Deswegen. So, Beton, Beton, Beton. Ja, wir müssten ja jetzt ein bisschen Beton haben. Oh ja, 1400. Die schnappe ich mir mal.
Ja, nimm ich. Dann bin ich erstmal bedient. Ja. So. Haben wir alle versorgt hier.
stimmt. Ich glaube, ich habe einfach zu viele gebaut. Ja, mir ist ja jetzt egal. Lieber ein mehr. Mhm. Ja. Kannst du ja gleich mal angucken. Machen wir. Gleich. Ich mache jetzt gerade noch die Plattenproduktion an. Das ist gut. Brauche nämlich mal ein paar Platten. Ja, ich will insgesamt mache ich 6 Konstrukte, die nur Platten machen. Das ist gut. Klappt nicht besser. Aber das doch. Oh. Doch, jetzt ist es fertig hier, endlich. Gut. So, wegen Strom muss ich mich mal kümmern, wie ich Strom nach oben kriege. Wie gesagt, hier oben fehlen mir die Wände, weil ich mir ein bisschen Material fehlt. Das wird sich noch ändern, ne? Mhm. Eisenplatten, so. Zack. Zack. So, 3 Stellen schon mal Eisenplatten her. Wieso bist du rot? Achso, hast keinen Treibstoff. Passt alles zu B. Ob wir auf 100% laufen? Ja. Okay. Die ersten 3 Eisenplatten laufen. Kann ich jetzt eigentlich hingehen und hier nochmal 3 Stück hinsetzen? Und direkt nochmal 3 Eisenplatten. Mhm. Oder brauchen wir was anderes noch Bestimmtes, dass ich das dazwischen setze? Selber. Eisenplatten also, wenn du Stangen auch baust, ist das schon gut, ne? Aber sonst. Ja gut, ist das aber eine andere Verbrauchsrate. Lass mich mal überlegen. Kann ich machen. Also du musst, wir brauchen eben auch Stangen und Schrauben. Also das ist ja alles, ne? Ja. Kann ich machen. Das darf man da nicht unterschätzen. So. Mal gucken, wie ich das dann anstelle. Nee, ist okay. Ich kann Stangen machen.
Und wieder kein. Zu wenig Platten. Ja, die laufen jetzt schon, also. Ja. Die laufen schon. Und ich habe schon das zweiten, also das zweite Paket an Schmelzen ist jetzt auch schon angeschlossen. Gut. Ja. Läuft schon. Sehr leer hier. Noch, ne? Mhm. Noch. Ja. Müsst du die Fabriken nochmal. Ja. Komm gleich mal dazu. Ja. Jetzt hier noch gerade die letzte Line an den Teiler dran und dann. Okay. Okay, komm ich mal zu dir. Geil, hier kann ich mir jetzt mal Schrauben klauen, ne? Dann kann ich schneller die Platten herstellen. Jo. Läuft. So, was hast du denn gebastelt? An. Oh ja, das Hub hast du umgestellt. Mhm. Sieht cool aus, ja. Jeden Fall besser wie vorher. Also schon mal. So, und was meinst du jetzt? Welches Förderband kriegst du nicht besser hin? Nee, ich bin dabei, nochmal das zu verbessern gerade. Achso. Okay, oben soll ich mal angucken oder was? Kannst ja mal oben angucken, unten ist ja nicht viel. Na gut, unten hast du es reingeladen. Ah, okay, unten sind die zwei Container für. Ah, das ist auch cool, ne? Sieht cool aus. Schön, schick. Drüben die Line zu dem Balk, okay. Jo, das sind ja ein paar Bio-Dinger, ne? Wie sieht denn eigentlich die Auslastung aus? Echt gut, also wir verbrauchen wenig im Moment, aber da kommt drauf an, was wann du deine dann wird es wahrscheinlich etwas heftiger werden. Ja, definitiv. Ja. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber so, wir haben schon eine gute, also wir haben noch relativ wenig, noch ja. Wenig, und so, also müssen wir mal gucken.
Aber wir können dann, wenn du die anstößt, wenn die richtig, wenn du da ein bisschen Produktion laufen hast, können wir die Mittel komplett weg eradieren. Und dann kann ich die, dann würde ich mich nächstes Mal morgen um die Kupferaufarbeitung kümmern. Ja. Dass ich dann mal gucke, wie kann ich die Kupferproduktion verbessern. Oder klingt doch nach einem Plan, ne? Ja. Ja. Guck mal, das Ding ist auch rappelvoll, ey. Ja. Ja, also Kupfer brauchst du dann einfach nicht so, ne? Ich meine ja auch die Biomasse oben. Ja, randvoll. Die Biomasse ist wirklich randvoll, das ist echt gut. Beton kommt jetzt auch schon gut nach. Ich habe 1000 einstecken. Nach 1400 habe ich einstecken und trotzdem sind hier 1300 drin. Auch sehr gut. Ja, es läuft. Gefällt mir. Nimmt langsam Form an hier. Sehr schön. Ja, das ist auch gut so, ne? So. Ne? Und unten die Biomassenherstellung, die sollte dann auch gut laufen. Du hast da einmal Holz. Ich habe eben, kannst du ja mal angucken, die beiden Lager da jetzt in die Nähe gestellt. Ja, die habe ich gesehen gerade und das fand ich eigentlich ziemlich nice, da um die Ecke. Sieht cool aus, ja. Ne? Und eben vor dem, mit den, ne, dass man sieht, erstmal, okay, Blätter da rein. Ich konnte gerade nur einbauen. Ja. Ne, das meinte ich eben, ne, dass man dann so ein Ding hinstellt, dass man. Ja. Es schwebt ein Freund und trinkt Kaffee. Ne, es hat die neuen Tore des Buddhismus geöffnet.